Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute aus dem Ox River. Wir versuchen hier nochmal ein paar schöne Salmoniden bei bestem Wetter zu überlisten, bevor wir uns Gedanken machen müssen. Der aktuelle Zwischenstand ist, Dennis Büse hat 3 Fische, der Fishingmann hat 5 Fische und Marcel Gogolin hat 4 Fische. Mal sehen, wie das am Ende des Tages aussieht. Viel Spaß beim Video. Wir starten meistens beim kleinen Flussabschnitt. Und zwar, wenn ihr vom Parkplatz aus weiter geradeaus geht, links rum geht, vor dem Ausnahmehaus. Dort starten wir eigentlich immer. Dennis Büse hat hier eine bewegliche Pose gefunden und die versucht er jetzt gerade mit seiner Fliege zu erwischen und sich so den ersten Fisch zu ergattern. Und schauen wir mal, wer hier das Rennen macht. Auf jeden Fall, wir haben Fisch gefangen. Und das nicht wenig, leider nicht ganz so viel, aber das seht ihr im Laufe des Videos. Dennis Büse versucht hier mit seiner Pink Lady die Pose zu ergattern und da hat er sie. Die Pilotkugel habe ich mir geschnappt. Ja, das geht doch nicht, ey. Ja, danke. Das war übrigens der Herr, der seine Pilotkugel verloren hat, die wir ihm natürlich danach wiedergegeben haben. Marcel und ich haben einen anderen Fisch beackert, dazu jetzt mehr. Dort drüben haben wir eine kleine Steinpackung. Immer im Ox River beachten, da stellen sie sich richtig gerne hin und lauern. Marcel macht gerade seine Magic Mar drauf. Ich hatte eben gerade 2 Attacken schon auf meinen Baracko. Mal gucken, wer von uns beiden sie vielleicht überlistet kriegt. Ich hab sie die angeworfen, dann ging die hinterher und ich denke mir, wo hänge ich denn jetzt drinnen? Du Spinner, Alter. Das kann nicht wahr sein. Magic Made. Magic Made? Ja, erster Wurf. Sofort genommen. Und hier haben wir Gogo in der Aktion mit seiner Magic Made, die mir ja im Herbst schon einige Probleme bereitet hat. Erster Wurf, Magic Made. Magic Made? Ja, erster Wurf. Sofort genommen. Das Ding ist brutal. Aufgekommen und sofort drauf. Sofort. Kescherst du? Wenn du schon Kescher da hast. Er ist nur aufgekommen und sofort drauf. Das Ding ist tödlich, Alter.
gibt's auch nicht. Ja, die stand voll in der Strömung. Die ist nur aufgekommen, die Made. Sofort. Vor die nächste. Wo? Und runter. Kescherst du? Ich glaube gleich. Nur nach unten. Ja. Aber das war noch eigentlich eher nur Weibling, oder? Tja. Suchen Schutz nach unten. Jetzt kommt sie. Oder? Ja. Das heißt ganz kleine Köder. Jetzt. Boah, sehr gut, danke. Danke. So, da ist meine erste schöne. Paar Mal angeworfen mit größeren Ködern, lief nichts. Und dann kam die Magic Made in Beige. Erster Wurf und sofort genommen. Danach haben unsere Wege sich so ein bisschen getrennt. Wir teilen uns eigentlich mal auf diese Anlage. Na toll. Und Büse ist einfach ein Stück weitergegangen über die erste Brücke rüber. Hat hier leider einen Fisch gehakt, macht aber genau das Richtige. Er wackelt so ein bisschen mit seiner Route hin und her, so dass er den gehakten Fisch möglichst, ohne ihn aus dem Wasser zu nehmen, frei bekommt. Zack, da ist er frei, kann er weiter angeln. Vielleicht hat er Glück und er hat den anderen Fisch, der da noch stand, nicht ganz so verscheucht. So, dass er da noch die Chance hat, die zu beackern. Gefangen auf die Pink Lady, auch von Gogo. Link zu seinem Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Und eine auf die Pink Lady. Büse ist dann nochmal zurückgegangen und hat sich auch nochmal die Magic Made drauf gemacht und hat versucht, hier nochmal ein, zwei Fische rauszukitzeln. Das war einfach eine Runde, standen noch welche da, die aber auf meine oder Marcells Köder nicht mehr reagiert haben. Vielleicht hat der Büse jetzt ein bisschen mehr Glück. Da haben wir eine, die hat er jetzt gesehen und die wirft er jetzt ein paar Mal an und mal gucken, ob die vernünftig darauf reagiert. Vielleicht übernimmt er ja tatsächlich gleich die Führung. Auf die Magic Made. In Braun.
schön auf die braune Made. Marcel und ich sind vorne zum Dreiecksteich gegangen. Als wir da hinkamen, haben wir gedacht, wir gucken nicht richtig. Nur Holländer. Alle Tamarelle-Angler. Bei den ganzen nicht, dass ich was gegen die Jungs hätte. Nicht falsch stehen, bitte. Aber das konnten die verdammt gut. Und da habe ich gedacht, was spritzen die da die ganze Zeit? Da haben sie ihr Powerbait in Spritzen reingepackt. Und dann, damit das gleich sauber rauskommt. Ich habe gedacht, ich gucke da nicht richtig. Marcel und ich haben echt nur den Kopf geschüttelt. Aber gut, wenn es funktioniert, funktioniert. Hab mich natürlich danach schlau gemacht, warum man das macht, ne? Das sind Turnierangler und damit kriegen sie schneller die Paste raus zum Form und so weiter und so fort. Das dient einfach nur der Schnelligkeit. Direkt beim Hochheben. Oh nein, ich hänge. Merci. Das war aber eine der kleineren von denen, ne? Ja, viel kleineren. So, da ist die zweite Forelle, eine kleine Porti, diesmal auf dem Donau, 3,5, am Dreiecksteich in Ox River. Das Wetter wurde immer besser, meine Laune auch. Aus dem einfachen Grund, weil die Jungs fangen Fisch, ich nicht. Ich gönn's den beiden, gar keine Frage. Aber irgendwie möchte ich mich jetzt auch so langsam mal entschneidern hier, ne? Deswegen packen wir jetzt auch die Gummis aus. Einige fragen sich ja immer, was für eine Route Marcel hier fischt. Das ist eine Trautstalker Edition 662 ULS. 1,98 lang, 0,5 bis 6 Gramm Wurfgewicht. Als Roller hat eine Shimano Nacy 1000 FB. Die Route von Marcel ist eine halbparabolische Route. Ich schreibe euch das aber alles in die Videobeschreibung unten nochmal rein. Thank you.
da haben die Kraft. So, nächste Schöne hier im Ox River, diesmal etwas größer, gefangen auf einen 50er Mirax müsste das gewesen sein, in Pink-Weiß. Pink-Glow. Oh, Pink-Glow? No. Das Glow. Pink-Glow. Jetzt kommt auch wieder ein Abschnitt, den richtig viele unterschätzen. Und zwar zwischen den beiden Seen läuft so ein kleiner Bach lang. Und da ist so ein Rohr, was durchläuft. Und genau da sitzen sie sehr gerne. Alle guten Dinge sind drei, ne Dennis? Ich kann ja schön klug scheißen. Ich habe noch keinen Fisch gefangen. Wieder auf eine Fliege vom Gogo. Schön auf die Fliege. Ei, vorbeigeschnappt. Ich hab's gesehen. Ich auch, ich hab das Maul noch gesehen. Oh, die andere hat genommen. Ich bin fleißig am Farben ausprobieren, wie toll sie sich im Wasser bewegen und ja. Marcel fängt mir die Fische vor der Nase weg. Ist halt manchmal so, manchmal hat man den besseren Draht zum Fisch und der andere hat die dicke Nase oder den dicken Hals. Da kommen welche hinter dir. Nein, hinter deinem Köder. Spaß beiseite. Irgendwann treffe ich auch die Farbe. Ich hab's gesehen. Oh, die andere hat genommen. So, wieder eine kleine Porti. Wieder auf dem gleichen Gummi und guckt euch an. Komplett weggehauen, das Ding. Wir sind jetzt bei der Farbe grün-weiß angelangt. Mal gucken, vielleicht haben wir ja hier ein bisschen mehr Glück mit. 3 mm Tungstenhaken, leicht getwitcht, ist natürlich richtig schwer bei dem Wind. Der Wind knallt dir von der Seite genau rein und lässt die Köder Sprünge machen, die eigentlich so nicht ganz real sind. Also musst du mehr oder weniger Glück haben, dass du gerade mal keine Windböe abkriegst. Und schauen wir mal, ne? Darf nicht wahr sein. Der Fishing-Mann kriegt auch noch eine ab. Richtig. Endlich, erste aus dem Ox River. Auf dem Barack und schon Grüße an Dennis Carstens. Grün-Weiß. Ab der nächsten Folge wird es dann auch richtig interessant, weil dann besuchen wir Seen, die ich persönlich überhaupt nicht gekannt habe. Und die beiden Jungs kannten sie. Also, wer das nicht verpassen will, gerne den Abo-Button drücken, die Glocke aktivieren, so verpasst ihr keine weiteren Folgen aus dieser Dänemark-Serie. Wir mussten unseren ganzen Plan nämlich über den Haufen werfen, aus dem einfachen Grund, wir konnten hier an der Küste nicht weiter angeln. Es war einfach viel zu viel Wind.
Wer Interesse an unseren Köder hat, entweder an meinen Spoons, Gummis oder an Gogos Fliegen, in die Beschreibung packe ich euch die beiden Links zu den beiden Shops rein. Einmal zu Gogos, der bindet seine Fliegen selber, und natürlich auch zu meinem. Wir würden uns über einen Besuch in unserem Online-Shop natürlich sehr freuen. Wichtig beim Gummiangeln ist natürlich dieses Zwitschern, ne? Irgendwann, wenn man das öfter macht, hat man das genau im Rhythmus, was man machen muss, damit der Baracco, der Snagger, der Lamello sich richtig schön im Wasser bewegt und die Reize ausmacht. Da kommt ein. Danke. Erst schön die kleinen Fischchen gejagt. Und dann den Baracco? Baracco genommen. Die nächste schöne. Und wieder auf dem Baracco. Ich glaube, hier könnte das ja gut sein. So, Marcel und ich sind dann ein Stück weiter gegangen und gesagt, okay, wir stellen uns jetzt mal hier in den See und genau in den Wind rein. Ist nicht schön zu angeln, ist richtig. Aber Wind und Welle bringen Forelle. Vielleicht kriege ich ja hier noch mal die ein oder andere raus, um den Abstand ein bisschen zu verringern zu den beiden. An dem See geht es eigentlich relativ steil runter. Er ist nicht ganz so tief, aber ihr habt halt eine Kante, wo der Fisch sauber vorbeiziehen kann. Und ich denke, die kann bei so einem Wetter richtig interessant werden. Machen wir nochmal einen Würmelwurf hinter uns, weil das kann man immer gleich mitnehmen. Büse hat ja links schon eine gefangen. Ich probiere das jetzt mal hier aus. Mal gucken. Vielleicht stehen hier welche vor dem Rohr. Oder irgendwo hat sich so ein kleiner Schwarm getummelt. So wie Marcel sich bewegt, ist da einer. Drei Stück. Ja, vier. Ich kam eben gerade schon aus dem Wasser raus. Ich habe mich nämlich umgedreht, als ich am See stand, und dachte, was war das denn für ein Schwall hinter mir? Soll ich catchen? Wahrscheinlich einfacher. Kannst du machen, gerne. Nicht da rein. Danke. Das waren vier Stück, ne? Ja, vier. Der hat hier gesetzt, garantiert. Deswegen sollten wir den Bach nicht runterlaufen. Ja. Müsst natürlich aufpassen, dass der Fisch da nicht genau ins Rohr reinschwimmt. Wir haben aber auch Kraft hier, ne? Mhm. Durch die Strömung. Ja.
Da sind sie. Wenn du jetzt einen Kescher runtergenommen hättest, hättest du 4 Stück gehabt. Ich weiß, ich hab sie gesehen. Hast du gesehen? So eine schöne 2 Kilo Forelle. Wieder auf dem gleichen Baracko. Dennis, ich glaube, du rettest mir hier heute meinen Arsch, Alter. Dank dir. Im Ox River ist es natürlich richtig schön, dass der Fisch sich verteilen kann, hinter den Steinen lauern kann oder sich zusammenrocken kann in einen dieser Pools. Also könnt ihr in jedem Flussabschnitt, den ihr im Prinzip habt, immer hoffen, dass da irgendwo noch eine steht, die zu lange nicht beangelt worden ist und sobald ihr einen Köder reinballert, sofort auf Attacke geht. Der Fisch kann sich in der ganzen Anlage verteilen, bis auf bei den Dreiecksteich. Der ist nicht angebunden, aber ansonsten kann der Fisch sich komplett frei auf der Anlage bewegen und das ist eine ganze Ecke. Solche Einmündungen, wie Marcel sie jetzt hier gerade befischt, da kommt der Strom rein halt und da stellen sie sich sehr gerne rein und warten oder rechts oder links an den Seiten davon, ist auch immer sehr interessant. Gesniggert. Da ist die nächste schöne kleine Party. Diesmal mit einem Snagger in Schwarz-Orange. Diesmal auch aus dem Bachlauf. Ich habe was gesehen, was du nicht siehst. Sage ich dir gleich. Nein. So, wir sind jetzt in einem der Flussabschnitte von diesem langen Flusslauf. Dort haben wir immer ein paar Würfe links, ein paar Würfe rechts gemacht. Sind ein paar Meter weiter und immer wieder das weitere Spiel. Dann kann ich jedem nur empfehlen, weil die stehen da hundertprozentig hier. Und wenn ihr die Ecke gefunden habt, wo sie sich denn tummeln auch noch, habt ihr glaube ich den Jackpot gefunden. Ansonsten halt diese Verengung immer wieder, wo es zum nächsten Abschnitt geht. Dort auch immer sehr intensiv befischen und halt die Ränder. Das ist mein Tipp für den Ox River, wenn ihr da vernünftig, ordentlich Fische fangen wollt. So, nächste Party. Ein Wurf später. Oh, gleiche Stelle. Gleiche Forelle. Ist voll. Ja.
Hier haben wir jetzt Dennis Büse im Drill. Er hat sich den Fisch von der Schilfkante da weggeholt. Die stand da und gefischt an einer weißen Fliege von Gogo wieder. Aber eine weiße, größer gebundene Fliege. So gesagt, die Ränder schön beachten. Genau parallel zur Verengung, da wo es durchtreibt, hat sie sich hingestellt. Ja, die ist gut. Bitte? Die ist gut. Ja. Schöne Flossen. Ja, auch da hinten bitte. Ne? Ja. Und hier, ja. Ja. Ja, ja, ja. Danke. Was ein Hammerfisch. Guckt euch den mal an. Richtig blank. Komplett blank. Schön wieder auf Gummi. Hammer Drill gewesen. Hoffentlich auf der Kamera. Ich bin dann schon mal ein Stück weiter gegangen zum nächsten Flussabschnitt und habe mir gedacht, okay, wirfst du hier mal ein paar Würfe, weil hier hat so lange keiner geangelt. Und dann gehen wir mal Stück für Stück weiter. Vielleicht wartet ja irgendwo eine Schöne auf mich. Hat man kein Glück mit der Köderwahl und dann verliert man die Fische. So wird das nichts, Dennis. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir gleich nochmal Glück bei der nächsten Stelle. Sind wir eine Bucht weitergegangen und fischen wieder genauso, wie ich es mal sage. Schön gegen den Wind, bringt richtig viel Spaß. Gut, man kann die Köder so ein bisschen besser kontrollieren, als wenn die Schnur den Wind von der Seite reinkriegt. Ganz klar. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch eine schnelle. Scheiß Wind nicht mehr, ne? Die Zeit ist jetzt gleich abgelaufen. Die kam auf einmal von rechts.
nächste schöne. Schön stramm und schön wieder auf dem Baracco in grün-weiß. So, hier haben wir einmal das Endergebnis vom Ox River. Marcel Gogolin hat die Führung übernommen mit 12 Fischen. Dennis Büse hat jetzt 8 Fische und der Fishingmann hat 9 Fische. Danach sind wir nach Hause gefahren nach diesen 4 Stunden Ox River und mussten uns hinsetzen und genau überlegen, was wir am nächsten Tag machen, weil wir ab dem nächsten Tag für 3 Tage 160 km/h Windböen hatten, von der Seeseite aus. Also konnten wir die ganzen Seen, die wir uns geplant hatten, zumindest Marcel und ich haben uns da einen Plan erstellt, welchen See wir wann wie rum anfahren wollen und so weiter, konnten wir alles in die Tonne treten. Also haben wir uns abends im Haus hingesetzt und haben uns gesagt, okay, dann fahren wir auf die andere Seite des Fjordes halt und hoffen, dass der Wind ein bisschen über dem Fjord abschwächt. Manchmal hat man ja das Glück, dass er da seine Kraft verliert und genau so war es dann auch. Wir hatten ein bisschen besseres Wetter auf der anderen Seite vom Fjord und dort kannte ich 0 Seen. Also alle Seen, die jetzt kommen, kenne ich nicht. Das wird ein Spaß für mich. Die Jungs kennen sie. Ein Riesenvorteil natürlich für die beiden. Aber gut, so soll es sein. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag, 12 Uhr, aus Stauning. Das ist der Hammer, ne? Bis dahin, dicke Fische, Hammer, dickes oder? Petri, euer Fischer.